Hallo zusammen. Besprechen wir nun die Berechnung eines Straßenstückes. Ein Straßenstück, das gebogen ist. Es besteht im Endeffekt aus Rechtecken, hier, hier und hier, und zweimal aus einem Ausschnitt eines Kreissektors. Hier mit A2 bezeichnet und hier mit A4 bezeichnet. Insgesamt haben wir den ganzen Streckenzug in 5 Teile geteilt. In Rechtecke 1, 2, 3 und in Ausschnitte von Kreissektoren. Hier sehen wir den gesamten Kreissektor und wir brauchen nur unten diesen Teil dieses Kreissektors. Das zeige ich euch danach, wie man das berechnet. Diese Aufgabe ist gar nicht schwierig zu lösen, wenn wir sie uns gut einteilen. Beginnen wir mit den Rechtecken zu rechnen und sammeln wir uns dann die Ergebnisse hier unten zusammen, alle 5 Flächeninhalte. A1 ist ein Rechteck mit 16 Meter Länge und mit 7 Meter Breite. Also A1 ist gleich 16 Meter mal 7 Meter. Muss ich nur austippen mit dem Taschenrechner, erhalte ich 112 Quadratmeter. Flächeninhalt des ersten Abschnittes. Schreibe ich gleich hier unten in der Sammlung auf. 112 Quadratmeter. Okay, und fertig ist das erste Stück. Machen wir weiter mit den Rechtecken und kümmern wir uns nachher um die schwierigeren Figuren. Das erste Rechteck haben wir. Das zweite Rechteck. Der Flächeninhalt A3 ist 19 Meter lang und die Straße ist natürlich auch hier wieder 7 Meter breit. Sie ist überall gleich breit. Deswegen können wir 19 mal 7 annehmen. 19 Meter mal 7 Meter. Okay? Das ergibt 133 Quadratmeter Fläche für diesen Abschnitt. Schreiben wir uns gleich hier unten dazu. 133 Quadratmeter Fläche für diesen Abschnitt. Und das dritte Rechteck hier herunten, die Figur A5, auch wieder ein Rechteck mit 9 Meter Länge und natürlich auch wieder 7 Meter Breite, weil die Straße ja überall gleich breit ist. Also 9 mal 7, also 63 Quadratmeter. Schreiben wir in unsere Sammlung auf. 63 Quadratmeter. Und somit haben wir schon 3 Flächeninhalte berechnet. Es war ganz einfach. Es waren Rechtecke. Okay? Und jetzt schauen wir uns diese Figur an. Der Ausschnitt eines Kreissektors. Wie rechnet man das? Wir berechnen uns den Flächeninhalt des gesamten Kreissektors. Und rechnen danach einen zweiten Kreissektor aus. Hier heroben, dieses Stück hier, dieses kleine Pizzastück oder Torteneckerl. Und ziehen von dem großen Kreissektor den kleinen Kreissektor ab. Und wir haben einen Ausschnitt aus einem Kreissektor berechnet. Wie geht das? A2 ist gleich.
Wir wissen, der Flächeninhalt eines Kreissektors wäre ja prinzipiell a ist gleich r Quadrat mal Pi mal Alpha, der Zentriwinkel, dividiert durch 360. Das ist die Grundformel des Kreissektors. Und diese müssen wir nur ein paar Mal anwenden. Der große Kreissektor. Wir brauchen den Radius des Kreissektors. Ist aber nicht schwer. Der Radius ist gegeben mit 18 Meter bis hierher. Und wir wissen, die Straße ist 7 Meter breit. Also ist der ganze Radius von dem ganzen Kreissektor 25 Meter. R Quadrat, also 25 zum Quadrat. Okay? Mal Pi mal Zentriwinkel 43 Grad ist ja gegeben, dividiert durch 360 Grad. Und fertig sind wir schon mit dem großen Eckerl. Das Einzige, was wir uns überlegt haben, war der Radius. Und jetzt sagen wir von dem ganzen Kreissektor, von dem ganzen Tortenstück, ziehen wir das innere Tortenstück ab. Ist auch wieder ein Kreissektor, der gleichen Zentriwinkel hat, aber einen anderen Radius, also Minus. Wir brauchen den Radius dieses kleineren Sektors, das sind 18 Meter. Also 18 zum Quadrat mal Pi mal der Zentriwinkel 43 Grad dividiert durch 360 Grad. Das wäre prinzipiell einmal die Formel, die wir uns jetzt hergeleitet haben. Großer Kreissektor minus kleiner Kreissektor. Wenn wir das mit dem Taschenrechner austippen, den ersten, den großen Kreissektor, erhalten wir 234,53 gerundet. Wir können diesen Wert natürlich runden, selbstverständlich. Minus der Flächeninhalt des kleineren Kreissektors. Da habe ich 121 0,58 herausbekommen, gerundet. Und nun ziehen wir den großen Kreissektor von dem großen Kreissektor den kleinen Kreissektor einfach ab. Das ergibt bei mir 112,95 Quadratmeter. Und so schwierig war es gar nicht, den Kreissektor, den Abschnitt des Kreissektors zu berechnen. A2 112,95. Notieren wir auch hier 112,95 Quadratmeter für den Flächeninhalt A2, für diesen Ausschnitt eines Kreissektors. Okay? Und dann schauen wir gleich zu dem zweiten Flächeninhalt, zu dem zweiten Ausschnitt eines Kreissektors. A4. Wir berechnen es wieder mit der Formel und ich sage euch nachher noch eine zweite Möglichkeit, wie wir das berechnen könnten. Aber wir gehen wieder davon aus, es ist der Ausschnitt eines Torteneckerls. Wir nehmen wieder den großen, den gesamten Kreissektor an, brauchen den Radius hierfür. Der Radius ist 14 Meter bis hierher und 7 Meter ist die Straße breit. Also habe ich einen Gesamtradius von 21 Meter. Also 21 zum Quadrat,
mal Pi mal, und wir haben hier einen rechten Winkel, also Zentrewinkel 90 Grad dividiert durch 360 Grad, okay? Und von diesem gesamten Kreissektor nehmen wir diesen kleinen Kreissektor wieder weg. Also minus Bruchstrich. Der Radius ist jetzt 14 Meter, das kleine Stückchen. 14 zum Quadrat mal Pi mal natürlich wieder 90 Grad Zentrewinkel dividiert durch 360 Grad. Wir rechnen die beiden Werte wieder aus. Den großen Kreissektor, da habe ich 346,36 Quadratmeter herausbekommen, gerundet natürlich. Für den kleineren, den inneren Kreissektor, habe ich 153,94 Quadratmeter herausbekommen. Und jetzt subtrahiere ich wieder vom großen, vom ganzen Torteneckerl den inneren Teil weg. Den einen Kreissektor minus den anderen Kreissektor. Das ergibt bei mir 192 42 Quadratmeter. Okay, notieren wir auch hier herunten dazu 192,42 Quadratmeter für diesen Kreissektor. Okay, jetzt haben wir diese beiden Probleme mit einem Kreissektor, mit einem Kreisausschnitt eines Kreissektors berechnet. Wir hätten hier sagen können, das ist ein Viertelkreis und wir ziehen hier einen Viertelkreis ab. Das wäre auch gegangen. Nachdem wir jetzt aber die Formel schon können, haben wir zweimal mit einem Kreissektor gerechnet. Aber wie gesagt, es ginge auch so mit einem Viertelkreis. Und nun ist es einfach, ich wollte ja haben den Flächeninhalt des kompletten Straßenstückes. Und das ist jetzt natürlich ganz einfach. Der gesamte Flächeninhalt ist die Summe der Teilstücke. Also A1 plus A2 plus A3 plus A4 und plus A5. Wir addieren alle fünf Teilstücke. Und wenn ihr das macht, wenn ihr das mit dem Taschenrechner austippt, erhaltet ihr 613,37 Quadratmeter Flächeninhalt für den gesamten Straßenzug. Alles klar?